An der Stelle möchte ich dem Bündnis danken, denn die haben das hier organisiert in Zusammenarbeit mit Dirk Stegemann. Vielen herzlichen Dank. Wir haben weiter einen Sprecher von Initiative Ori Diallo, der gerne noch ein paar Worte sagen möchte. Ja, hallo. Erstmal vorneweg, ich finde es ein bisschen befremdlich, vom Geschäftsführer des Kuhdorfes hier zu hören, die beste Security ist immer noch die Berliner Polizei, gerade vor dem Hintergrund, was wir gerade eben gehört haben. Da möchte ich noch ankündigen, jetzt am kommenden Montag jährt sich zum 8. Mal der Todestag von Ori Diallo. Ori Diallo wurde am 7.01.2005 in einer Polizeizelle zu Tode gefoltert und hinterher angezündet. Deswegen findet an diesem Tag alljährlich eine Gedenkdemonstration statt in Dessau. Hier in Berlin startet ein Bus um 10 Uhr vom Alexanderplatz, und zwar vom Parkplatz des Park-In-Hotels. Dieser Bus ist kostenlos und wir würden uns natürlich total freuen, wenn noch einige von euch am Montag den Weg zum Alex finden und mit uns mit dem Bus nach Dessau fahren, um dort eine große kämpferische Demonstration gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt durchzuführen. Dankeschön.